Ich grüße euch und heiße euch wieder herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer Age of Sigmar. Ja, es geht weiter. Wir sind hier bald wieder am Ende vom Ersten Reich. Die nächsten beiden Missionen sind jeweils beide vom Schwierigkeitsgrad auf Stufe 5. Wir haben hier einmal zerstört das Seelengefängnis wieder und vernichte alle Feinde. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da nehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal vernichte alle Feinde. Oder? Das sieht beides gleich schwer aus, also. Nee, doch nicht. Nee, doch, da sind auch zwei auf Stufe 3. Da sind auch zwei auf Stufe 3 und zwei auf Stufe 2. Ja, es ist weiters gleich, sind halt nur andere Einheiten. Wenn niemand vernichte alle Feinde. Und ich darf irgendwie immer noch keine neuen Einheiten mit zupacken, obwohl ich eigentlich ganz viele Einheiten habe. Wenn ich aber hier auf Kriegsbeute gehe, dann habe ich hier nur die beiden drin bei Einheit. Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen anderen sind. Ich habe ja schon sehr viel Loot eingesammelt und so. Ja, die kann ich aber irgendwie jetzt nicht dazu packen. Andere Einheiten, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Keine Ahnung. Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Was habe ich denn hier ausgerüstet? Gewöhnliches Stundenglas. Da habe ich ja so viel Auswahl. Klebengeist Beschwörungslaterne. Bla bla bla. Fähigkeiten, Scheiterhaufen beschwören. Spawnt ein Scheiterhaufen, der wird aktiv, wenn drei Irrlichter verbraucht wurden und oder drei Runden vergangen sind. Das ist sowas, ist das mit den Leuchtfeuereinheiten, die immer im Kreis von zwei Hexfeldern. Aha. Das war sowas wieder. Ja. Damit konnte ich bisher nie so richtig um. Nee, das lassen wir dann mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt inzwischen Akshi. Reichsteinsplitter und Buch der Furcht. Was kann das denn? Das hatte ich bisher immer drin. Negativen Statuseffekt, zwei Runden an, solange nicht abgebrochen, unterbrochen oder gebannt wird, kann nicht auf Heldeneinheit auf Heldeneinheiten zielen. Lässt sich nicht mehr kontrollieren. Weicht jede Runde von der aktuellen Position zurück. Achso, das war das. Ja, Position zurück. Ja, die kam eher zu mir. Lol. Und was ist das? Ein brennender Kopf. Beschwörung eines brennenden Kopfes. Schön brennender Kopf. Ich kenne nur den brennenden Schädel. Reichweite 2, Abklingzeit nur einmal pro Schlacht einsetzbar. Nur einmal. Der brennende Kopf Endloszauber, der in einer Linie teleportieren kann und eine Spur aus Feuerhindernissen hinterlässt. Aber nur einmal einsetzbar, ne? Reichweite 2. Soll ich den mal reintun? Ich meine, das ist immer verwirrend. Da steht immer, dass die Einheit einen Schritt nach hinten, also einen Schritt weiter weg machen soll, aber das Gegenteil ist der Fall. Boah, weiß ich nicht. Nehmen wir das mal rein, wa? Talent muss ich doch hier auch inzwischen irgendwas haben. Jawohl. Strahlendes Seelenfeuer. Plus ein Heilen durch Aura. Oder?
Beschwörungskostenreduktion minus 1. Machtkosten für Beschwörung. Wir nehmen auch mal die Heilung rein. Jawohl. So. Kettengas. Hier irgendwas Neues reinhauen. Nö. Ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Keine Ahnung, warum ich keine neuen Einheiten reintun kann. Ja, man merkt, das ist jetzt schon die höchste Schwierigkeit. Jetzt ist unser Loot schon mal bei mir. I am the storm. How could we serve the Azir? With speed. Beginning. Den Loot habe ich schon mal. Commander of the Nightlord. Und einen neuen beschwören kann ich leider noch nicht. Okay. Gut. The Arcane is at my command. You will answer them. Moving. Okay, da kann man anscheinend nicht raufgehen. Ach, der kostet jetzt 6. It is night. Deswegen dauert das so lange. Ja, der eine kostet 6, der eine kostet 7, okay. Unleash us. They will not. Das ist eigentlich nicht so gut. Oh, tot dahinter stehen bleiben können. So, dann wollen wir mal. Commander of the Nightlord. Damit machen wir richtig schönen Schaden. Aua. Du kommst hier hin. Kannst es aber leider diese Runde noch nichts machen. Bringing the storms. Sigma, end the defiance. Mein Magier ist schon platt. Oh Mann. Tja. Bin ich immer gespannt, ob ich das noch schaffe. Ja. Okay, mein Kettengas wird invisiert. Sich heilen. Das
Ja, und dann so. Okay. Gut, wieder plus zwei Leben dazu. Okay, weiter geht's. Ach, das war ja wohl nix. Schade. Kommandanten sind hier echt mächtig, oh Mann. Das war ja wohl nix. The Arcane is at my command. Ja, dass mein Magier so schnell draufgegangen ist, das war. Das ist jetzt sehr ärgerlich. War die Sache. Send us wherever you please. Advancing the cause of undead. Sehr gut. Diese Kettengas bei mir sind echt geil. Die sind ja Hammer. Da kommt gleich noch eine Welle. Wie gesagt. Ja, dann müssen wir uns wohl erstmal wieder heilen, wa? It is night. Ich glaube, das ist genau derselbe Stuff. Die sind hier blitzschnell, wa? Habt ihr das gesehen? Freigeschaltet, Veteranbezwinger. Okay, danke. I am the storm. Ready to strike. Ja, für den Armbruchschützen muss ich mich in Acht nehmen. Wir sehen das Feld an, okay. Jetzt geht mal ganz schnell dahin. Du gehst da auch mal weg. Du machst den mal. Abbrechen wieder? Ne, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte es eigentlich nur lassen. So, wenn der mich jetzt angreift, dann ist er nächste Runde down. Ich meine beiden Ketten das. Was soll der denn jetzt hier? Und
Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Zwei Leben abgezogen. Ja. Wir sind uns einig. Und tschüss. Noch schnell ausgewichen. Die heilen wir. Und weiter geht's. Die schießen, das heißt, die kriegen nicht immer was ab. Okay, ich krieg hier aber nächste Runde auch was ab. Ach verdammt, aus der Reichweite. Aber du, nee, du bist auch aus der Reichweite. Nee, alle außer Reichweite. Vielleicht können wir das dann hier noch einsammeln. What is the God King's will? The chain casts are yours to send where you will. Jetzt bewegen wir erstmal den. Dahin. Und das war's. Knight in Canter, as you will. Tja. Vier Gegenstände gesammelt. Nice. Besser geht's doch nicht. Sieht aus, als ob da eine Gitarre liegt. Aber es ist ein Schab. Die ganze Zeit hat eine Gitarre. Ich hätte die beide auch ein und dasselbe gefällt machen sollen. Das war jetzt dumm. Werbelner Tod. Was für ein Abgang. Ja, oh Mann. Das war mal ein, ja. Truhenbelohnungen. Habe ich nicht vier Karten bekommen? Ach nicht, die eine wird extra angezeigt. Der Zwilling. Oh
Ach, das ist ein Fluch. Verwendbar für Klevengeist Perscher. Tributwert 250. Frucht des eisernen Perschers. Platzieren unsichtbaren Perscherportal. Klevengeist Perscher mit lautloser Perscher können sich dorthin teleportieren. Aha. Achso, und diese Teleporterportale, die werden zerstört, wenn man sich dorthin teleportiert. Okay. Und Rückkehr, teleportiere dich zu einem Hexfeld von Cashportal und zerstöre es. Schwört ein Klebengrenzpäscher an deiner vorigen mit Verhängnis belegten Position, verschwindet nach 5 Runden wieder. Aktivieren automatisch die Fähigkeit deiner Hauptwaffe gegen einen zufällig angrenzenden Feind. Okay. Was haben wir hier? Bleibt bei meinen Sammeln 60 Tributpunkte. Verbesserter Schutz ist einfach nur +2 Rüstung. Ah ja. Die Jadelsagers. Die leben statt. Ja, diese Krüge, die sind auch, das sind wahrscheinlich immer diese Lorbücher. Belohnung wählen. So, jetzt nehme ich zum Beispiel mal diesen Schreckensklingpeiniger. Seelenwächter ist vernichtet, aber ich kann ihn wieder beleben. Und dann haben wir hier oben wieder den Eichheimkampf. Sturmgeschmiedeten haben einen furchterregenden Stehendrachen entfesselt. Ja, das ist wieder das Boss-Level. Jetzt fliehen wir das mal an. Ah ja, den kann ich reintun. Okay, aber erstmal beleben wir den wieder. Aha. Schrecksklingpeiniger. Ah, cool. Cool, cool, cool. Vielleicht kann ich ihm da irgendwas geben. Erbarmungslos nach Beschwörung ist Bewegung und Attacke möglich. Ah, das ist cool. Beschwörungskostenreduktion. Wie viel kostet der denn? Wo sehe ich das denn? Ach da. 5. Kosten schon 7 und der schon 6. Ist ja der Wahnsinn. +1 Schaden bei Angriff aus großer Entfernung. +1 Bewegung. Eigentlich nicht schlecht, um mal Loot einzusammeln. Das kann ich nicht. Wir nehmen das mit rein. Dann werde ich jetzt den hier mal als erstes hören können. Erst einmal. So, okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es dann weiter wieder mit dem Boss-Level von dem Ersten Reich. Und dann wünsche ich euch noch, ich weiß gar nicht jetzt, was ich sagen wollte. Ach, schaut einfach wieder rein. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Oh Mann.